Hi, ich bin Philipp, das ist Digifernunterricht. Ich habe einen etwas schweigsamen Gast, das ist unsere Katze, die schläft hier ein bisschen. Und hier habe ich Tauben von Audrey Waters. Sie ist, ich zeige gleich, wer sie ist. Sie ist eine Autorin, die sich mit Bildungsfragen beschäftigt, mit grundsätzlich auch mit Bildungstechnologie. Sie ist eine sehr innovative, tiefgründige, sprachmächtige Expertin in Bildungsfragen. Und sie hat sich zur Frage, sie hat jetzt hier eine Rede gehalten, ich zeige es euch gleich groß, zur Frage von Schularbeit und Überwachung. Schularbeit ist wichtig, es sind nicht nur Hausaufgaben, sondern es ist Arbeit im Kontext der Schule, inwiefern die jetzt überwacht wird. Und ich habe ein paar Punkte jetzt hier markiert, über die ich gerne sprechen möchte, möchte aber beginnen mit einem Beispiel, was ich gestern gesehen habe. Und zwar ging es um die Frage, wie man jetzt Prüfungen durchführen kann. Und dann hat ein Lehrer gesagt, ich glaube, der Unterricht an einem amerikanischen College, sie hätten in der Prüfung eine Frage eingebaut, die sei so schwierig, dass es dafür gar keine Lösung gibt. Und dann hätten sie gleichzeitig auf einem Internetportal eine Lösung zu dieser Aufgabe platziert, bei der sie geschaut haben, ob die Schülerinnen und Schüler die kopieren, und alle, die sie kopieren, würden einfach 0 Punkte in der Prüfung bekommen und bestraft werden, weil sie betrogen haben. Und dieses Aufdecken von Betrugsversuchen, das ist im Kern auch das Thema von Audrey Waters Aufsatz oder Rede. Es geht eigentlich darum zu sagen, das ist eigentlich die Positionierung von vielen technologischen Punkten ist Betrugsverhinderung, und von da aus kommt dann Überwachung schrittweise technologisch in die Schulzimmer und in die Bildungsräume mit rein, auch wenn das gar nicht beabsichtigt ist. Hier beginne ich mal mit ein paar Zitaten. Zunächst einmal sagt sie, dass eigentlich wird immer darüber gesprochen, als ob diese Plattformen, diese Tools, diese Hilfestellungen Bildung verbessern würden. Also das ist Marketing, das ist auch der Grund, weshalb man sie einsetzt. Ich habe ja kürzlich auch länger über Bildung, über Technologie und Pädagogik gesprochen, und ich denke, das ist tatsächlich der Ansatzpunkt. Man denkt, wenn wir Technologie einsetzen, dann können wir einen Prozess verbessern, effizienter gestalten, den es jetzt schon gibt. Und dabei geht vergessen, dass dahinter immer noch eine Schattenseite steckt oder was anderes passieren kann. Und das ist das, was Waters sagt, das in diesem sehr einfachen Satz. Also Werkzeuge sind nicht nur Werkzeuge. Also es ist kein Werkzeug, bei dem es nun darum geht, etwas zu verbessern, sondern diese Werkzeuge haben immer eine Politik. Also sie entstehen in einem politischen Kontext und sie haben politische Konsequenzen. Was sie sagt, was sie nicht will, ist, sie will nicht mehr Überwachung, sie will nicht mehr Datenauswertung, sie will nicht mehr Analyse aus diesen Tools. Und trotzdem, weil die Tools das halt können und eingesetzt werden, werden sie auch so benutzt. Aus Waters Sicht sind es die 3 Punkte, die besonders stark sind, wenn es um Überwachung mit Tools geht, nämlich Kontrolle, Effizienz und Compulsion, das heißt Verpflichtung. Also man muss Arbeiten bewältigen, man muss präsent sein, man muss an Kursen teilnehmen, also sowas wie Anwesenheit, wie Schulzwang, Schulpflicht, dass das ein Grund ist, weshalb man Überwachungstools einsetzt, weil wir ganz einfach in diesem Digi-Fernunterricht uns überlegen können, wenn wir morgen schauen, sind alle Schülerinnen und Schüler im Schulzimmer anwesend, dann bemerken wir ein paar sie nicht da, dann wissen wir, ah ja gut, es gibt Gründe, weshalb man sich entschuldigen kann. Wenn man krank ist, kann man der Schule fernbleiben. Wenn man den Arzttermin hat, vielleicht auch. Oder wenn irgendjemand verwandt ist, die Großmutter gestorben ist, das geht irgendwie auch noch. Aber sonst gibt es ein Problem, da gibt es Verfahren, wie Schulen damit umgehen. Und jetzt, was ist, wenn die Schülerinnen und Schüler zu Hause sind? Also wie können wir kontrollieren, ob die da sind, ob sie aufmerksam sind, ob sie mitmachen? Und das hat dann dazu geführt, dass ein Tool wie Zoom ganz viele Features eingebaut hat, von denen man dann gesagt hat, ah nee, das ist jetzt nicht datenschutzkompatibel, aber die Grundidee hinter vielen diesen Features ist, dass man sicherstellen muss, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Videokonferenzen auch tatsächlich aufpassen und nicht im Hintergrund ganz andere Dinge tun.
Und diese Angst, dass man eigentlich nur vorgibt, präsent zu sein, aber gar nicht präsent ist, hat ganz viel mit Vorstellungen von Bildung zu tun, dass man nämlich Menschen zwingen muss, in bestimmten Situationen bestimmte Tätigkeiten auszuüben. Das führt auch zu Kontrolle und Überwachung. Die Aussage, die sie macht, ist, Technologie verstärkt unsere Vorstellungen von Prüfungen und von Leistungsmessungen. Und gleich hier geht es darum, die Angst zu haben, dass Schülerinnen und Schüler betrügen, dass die das Fundament ist, dieser Technologien, die nämlich eigentlich dazu da sind, um Betrug unmöglich zu machen oder zu verhindern. Und wenn wir nicht ganz andere Formen von Leistungsbeurteilung, von Feedback entwickeln, dann wird Technologie immer Unfreiheit schaffen, wird immer Probleme verstärken, den Druck auch verstärken, der auf Lernenden lastet, sie vielleicht auch vom Lernen abhalten. Waters bringt jetzt hier ein lustiges Beispiel, und zwar Turnitin. Turnitin ist ein Dienst, der Plagiate verhindert. Also man muss Arbeiten schreiben, Hausarbeiten, reicht die ein. In den USA arbeiten viele Bildungsinstitutionen mit Turnitin zusammen. Das heißt, ich reiche die eigentlich über Turnitin in Turnitin. Checkt dann, ob da Plagiate drin sind. Wenn ja, wird das markiert und dann werden die Arbeiten schlecht bewertet, gar nicht bewertet. Dann bestimmt man den Kurs nicht. Wenn es keine Plagiate drin hat, dann werden sie von Lehrpersonen beurteilt. Und was jetzt die Pointe ist, ist diese Essay Mills, das sind eigentlich Dienste, die einem anbieten, die Hausarbeiten für einen zu schreiben. Die benutzen natürlich auch längst dieses Turnitin. Das heißt, diese Software wird von beiden Seiten verwendet. Wer wirklich klug ist im Betrügen, kann diese Software verwenden, um die Betrugsaufdeckung zu umgehen. Und letztlich bleiben da nur die drin hängen, die ungeschickt sind, die es nicht verstehen, wie es geht. Und das sagt dann Waters auch in diesem letzten Punkt, wo es um die Lernen geht, dass diese Algorithmen, diese Verfahren biased sind. Das heißt, sie haben Vorurteile einprogrammiert und Nachteile für bestimmte Menschen sind schon da drin. Das heißt, wer zum Beispiel weiß, wie dieses Turnitin funktioniert und sich entsprechend verhält, kann betrügen, ohne erwischt zu werden, während andere das halt nicht können. Und so sagt sie, diese Überwachung, die technologischen Möglichkeiten verstärken Ungleichheiten, die es im Bildungssystem schon drin gibt. Und wenn man denkt, es wird besser und effizienter, dann vergisst man, dass es auch ungleicher wird. Und das ist so der wesentliche Punkt, den ich auch aus diesem Essay mitnehme. Abschließend äußert sich dann Waters noch über die Lehrkräfte und sie sagt, weil es um Compliance geht, also um die Möglichkeit, sich an Weisungen zu halten oder das auch zu erzwingen, ist gerade diese Digi-Fernunterrichtssituation, wird es möglich, das Verhalten von Lehrkräften zu überwachen. Ich kann ein Beispiel machen: An meiner alten Schule wurde das Absenzenwesen mit einem Cloud-Tool erfasst. Also zunächst gab es da diese Bücher, da haben wir eingetragen, wer da war und wer nicht. Dann hat sich's geändert. Wir hatten ein Online-Tool, wo wir diese Abwesenheiten eingetragen haben. Und plötzlich war es möglich zu sehen, welche Lehrerinnen und welche Lehrer nachlässig waren bei der Erfassung dieser Absenzen und welche nicht. Also sobald es ein Tool gibt, mit dem die Schülerinnen und Schüler überwacht werden können, kann natürlich auch die Nutzung dieses Tools überwacht werden. Und so ist es natürlich heute möglich zu sehen, wer hat wie viele Videokonferenzen abgehalten, wer hat wie viele Aufgaben gegeben, wie viele Aufgaben bewertet. Also ich kann plötzlich die Lehrtätigkeit vermessen. Ich kann auch sehen, ich arbeite jetzt fast ausschließlich mit Teams. Und es ist für die Administration problemlos messbar, wie viel Zeit ich auf Teams verbringe, wie viel ich da wirklich arbeite, wie viel ich da auch nur einfach so ein bisschen in den Bildschirm starre, wie viele Buchstaben ich tippe. Also meine Arbeitszeit lässt sich jetzt problemlos messen, was vorher im Präsenzunterricht nicht der Fall war. Und das ist jetzt hier eine Angst, die Waters aus einer amerikanischen Perspektive ausformuliert, wo natürlich die Rechte von Angestellten sehr viel weniger ausgeprägt sind, als es in Westeuropa der Fall ist, wo auch die Wertschätzung gegenüber Lehrkräften sehr viel tiefer ist. Und dass diese Überwachung mit technologischen Mitteln da tatsächlich eingesetzt wird, erstaunt von diesem
Hintergrund nicht. Also Ihre Angst natürlich, dass wir Kontrolle, Überwachung verstärken. Und ich würde da einen Appell anschließen an alle Lehrkräfte, versucht das zu vermeiden. Also wenn ihr kontrollieren könnt, versucht diese Möglichkeit zu widerstehen, versucht zu vertrauen und berechnet mit ein, dass das Vertrauen auch missbraucht wird und dass, wenn Schülerinnen und Schüler sich euch gegenüber vielleicht so verhalten, dass sie sich nicht an Vorgaben halten, nicht an Regeln halten, dann verhalten sie sich einem System gegenüber, nämlich dem System Schule. Es ist nicht eine persönliche Verletzung und es ist keine menschliche Reaktion, sie zu kontrollieren. Genauso wie wir in einer Beziehung sagen würden, wenn zwei Menschen Paar sind und die eine Person verhält sich vielleicht nicht so, wie die andere sich das wünscht, dann Überwachungstools einzusetzen, ein bisschen das Handy zu überwachen, Anrufe abzuhören, SMS mitzulesen, sowas, das geht gar nicht. Genauso ist es natürlich auch in einem pädagogischen Verhältnis so, wenn ich sage, ich bin jemand, der dir was beibringen will, der dich beim Lernen begleitet und deshalb überwache ich dich für dein eigenes Wohlbefinden, dann ist es immer eine Illusion. Es gibt keine Überwachung zum eigenen Wohlbefinden, sondern es geht dann immer ums Wohlbefinden der anderen Person, dass sie sagen kann, ich habe die Kontrolle, ich habe die Macht. Und auf diese Macht zu verzichten, auf diese Kontrolle zu verzichten, nicht ganz einfach, aber ganz, ganz wichtig. So, diesem ernsten Wort, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und den Essay könnt ihr da unten verlinkt bekommen.